Nachdem ich das Infovideo von Domtendo gesehen hatte, zu den neuen Infos von Nintendo, hatte man so ein bisschen das Gefühl, oder zumindest ich hatte das Gefühl, es ist kurz vor Armageddon. Ja, es ist nicht Armageddon. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mario Kart 8. Es ist unter der Woche wahnsinnig viel geschehen. Vor allen Dingen zur NX. Das werden wir in dieser Folge auswerten. Außerdem noch neue Informationen zu Sword Art Online Horulation und dann noch etwas zur Beta von Mirror's Edge Catalyst und vieles mehr. Herzlich willkommen. Ja, Wahnsinn, was war das für eine krasse Woche, aber beginnen wir als erstes mal normal, aber wie normal mit den Charts, und zwar dieses Mal vom 16.04. Da ist unter anderem Ratchet & Clank, das Remastered draußen. Also das könnt ihr jetzt mal da drin sehen, wie das eingestartet ist. Das ist übrigens sehr gut eingestartet, nur mal so vorneweg. Der Film ist ja jetzt auch schon in den deutschen Kinos, also ihr könnt gerne in die Kinos gehen und euch den Film angucken, wo ja auch unter anderem Aiblali als Synchronsprecher dabei ist. Ja, ich habe für euch neue Videos, und zwar zu Ace Attorney 6 gab es unter der Woche einen kleinen Livestream. Unten in der Videobeschreibung könnt ihr euch diesen Livestream angucken. Der ist übrigens in zwei Videos gesplittet, also wer sich dafür interessiert, einfach mal unten in die Videobeschreibung vorbeigucken. Insgesamt 30 Minuten. Also wer sich da für Ace Attorney 6 interessiert, kann mal vorbeigucken. Unter anderem ist der Director dabei und auch die Synchronstimme von Apollo Justice, die japanische. Schaut einfach mal vorbei. Dann habe ich für euch noch zwei Videos zu FI. In dem einen wird sogar ein Bosskampf gezeigt. Also wer da neue Informationen möchte, vor Release nochmal vorbeigucken. Oh, was? Ernsthaft? Mit einem Blitz in der Luft? Das ist fies. Und wieso ist der Typ hier groß geblieben? Das war jetzt auch strange. Warum ist der groß geblieben und ich bin klein geworden? Unter anderem gibt es auch noch das neue Video zu Yo-Kai Watch. Und zwar... was? Wieso kriege ich eine... Eine Blume. Und nämlich da wurde gezeigt das Opening von Yo-Kai Watch, nämlich ab Anfang Mai startet auf Nickelodeon der Anime, und das Opening könnt ihr euch in der Videobeschreibung anhören. Es ist übrigens ein sehr geiles Opening, also ein richtiger Ohrwurm, so richtig nach dem Motto allererste Pokémon-Staffel oder Digimon. Ist schon richtig episch und zeigt nochmal, dass die deutsche Musik eigentlich richtig gut ist, auch von der Anime-Musik her. Sollte ich mich etwas verschnupft anhören, tut mir leid, ich bin leider etwas erkältet und das ausgerechnet noch in der Prüfungszeit. Supi! Natt! Ich wollte eigentlich vorhin schon die Mario Kart 8 Folge schon ein bisschen früher starten, und dann dachte ich mir, ach komm, bevor du jetzt die Folge startest, guckst du nochmal auf YouTube, vielleicht wurde noch was Neues gedroppt, und tatsächlich wurde noch was Neues gedroppt von Nintendo, und zwar wird es ab dem 8. Juli neue Amiibos geben zu Splatoon, und schaut euch die hier mal an. Die werden auch in Bundles erscheinen. Und in der Videobeschreibung könnt ihr euch mal angucken, was diese neuen Amiibos so auslöst im Splatoon-Spiel. Wie gesagt, die Bundles könnt ihr euch hier ebenfalls angucken und mit dem dazugehörigen Dollarpreis. Wie viel die dann in Euro kosten, wir werden sehen. Aber wahrscheinlich auch so circa in den Dreh. Kirby Planet Robots wird ja bald erscheinen. Der gute Domtendo durfte schon Preview-Part hochladen. Ich habe für euch Konzeptzeichnungen für andere Verwandlungen von Kirby, die aber so nicht umgesetzt wurden. Trotzdem, schaut es euch einfach mal an. Die sehen unter anderem ziemlich witzig aus. Vor allem finde ich die lustig, wo Kirby da so eine Art ja, Pillendose auf dem Kopf hat. Sieht aus meiner Sicht ziemlich witzig aus. Wie vielleicht unser Kirby eventuell auch mal ausgesehen hätte. Ach, Pokémon-Verteilung. Es gibt Darkrai bei GameStop. Und dazu könnt ihr euch per normalen Event über Internetverteilung bei Pokémon XY und Omega Rubin das Pokémon Zygarde herunterladen. Hier seht ihr das nochmal. Keine besonderen Attacken oder so. Einfach nur Zygarde. Auch mit keiner besonderen Fähigkeit. Einfach nur Zygarde.
Da haben es die Spanier schon ein bisschen besser erwischt. Die bekommen nämlich das schillernde Yewei-Teil, das schon in Japan und Südkorea veröffentlicht wurde. Nun bekommen es die Spanier, ob wir diese auch noch bekommen. Oh, Alter! Ist aber noch unklar. Alter, habt ihr die Grüne gesehen? Oh, das war knapp. Die hätte mich fast noch gewonnen-hittet. Ich werde mir das Zygarde holen. Nur schade, dass ich das Zywelta nicht bekomme. Ich hätte mir am liebsten auch noch Darkrai bei GameStop geholt, aber der nächste GameStop ist von mir irgendwie 50 oder 30 Kilometer weit entfernt. Also, nein, danke. Wie vielleicht einige mitbekommen hatten, durfte ich die Closed Beta von Mirror's Edge Catalyst spielen. Ihr könnt sie nochmal auf meinem Kanal angucken. Es gab natürlich auch noch andere Leute, die diese Beta spielen durften und die haben ziemlich viel kritisiert, dass die Grafik zu schlecht sei. Also, guckt euch nochmal in mein Video an. Ich fand die Grafik gar nicht mal so schlecht. Es gab zwar einige Bugs, aber es war ja auch eine Beta. Und ihr hat ebenfalls auf diese Kritik von der Grafik reagiert und sagte, hey Leute, das ist eine Beta und nicht die Vollversion. So kommentierten sie das zwar nicht so deutlich, aber so konnte es man aus dem Kontext auch so ein bisschen raushören. Die hatten halt einfach nur gesagt, es ist nur eine Beta und nicht die Vollversion. So hatten sie es halt direkt gesagt, nur ich habe es jetzt noch ein bisschen ausgeschmückt. Und der vorne hat einen Bobbaum. Viele neue Informationen gibt es in letzter Zeit zu Sword Art Online Holo Relation. Auch in dieser Folge habe ich für euch wieder neue Informationen. Und zwar wird das Spiel am 27.10. in Japan erscheinen. Wahrscheinlich auch bald dann in Europa, weil im Herbst soll es ja ebenfalls bei uns erscheinen. Die Japaner kriegen eine Collector's Edition. Die sieht so aus mit dem Soundtrack. Dann gibt es ja noch in Japan die... Wow, das war geil. Dann gibt es ja in Japan noch diese... eine Zeitung von Sword Art Online. Da gibt es noch eine neue Episode davon. Die liegt der Collector's Edition bei. Und dann noch einige Karten. Guckt euch einfach mal hier die Collector's Edition an. Dann gab es auch noch einen neuen Trailer. Den könnt ihr euch unten in der Videobeschreibung angucken. Dort gab es nicht nur neue Szenen und ein bisschen was zur Story, sondern auch neue Informationen. Und zwar wurde bekannt, dass der neue Charakter in Sword Art Online Holo Relation Premier heißt. Ja, ich weiß nicht, was die Leute bei Namco Bandai oder wer das auch immer sich ausdenkt mit den Namen so geraucht hat. Ich meine, Rain, Seven, Premiere? Wirklich? Ist das euer Ernst? Was sind das für Namen? Außerdem wurde noch angekündigt, dass Hysteria und Philia, bekannt aus Holo Fragment und auch in Lost Song dabei waren, ebenfalls wieder im neuen Teil zurück sind. Ihr könnt sie euch in der Videobeschreibung im Trailer mal angucken. Hysteria mit ihren alten, normalen Theme und Philia hat die orangen Haare aus Sword Art Online Holo Fragment. Okay. Weiter ging es dann auch noch mit dem Sword Art Online Film. Da gab es nämlich auch neue Informationen. Und zwar wurde bekannt, dass der Sword Art Online Film Original Scale nicht nur in Deutschland erscheint, sondern auch in die deutschen Kinos kommt. Wurde jetzt unter der Woche bekannt gegeben. Wann der Film in die deutschen Kinos laufen soll, ist noch unbekannt. Aber man gab klar, dass Sword Art Online Original Scale in die deutschen Kinos kommen wird. Das ist natürlich echt episch. Sword Art Online auf der großen Leinwand. Ist das geil oder ist das geil? Hoffentlich vielleicht sogar mit den japanischen Synchronstimmen, auch wenn ich mir das nicht vorstellen kann. Aber warten wir einfach mal ab. Ja, Nintendo hat unter der Woche mal die Investorenkonferenz, also das laufende Geschäftsjahr, beendet und hat dabei einige Informationen gedroppt. Aber erstmal die wichtigen Informationen. Zu den Amiibos. Nintendo hat Gewinn gemacht übrigens. Und zwar sogar richtig großen Gewinn, aber der Gewinn war, wie ich mitgekriegt habe, 60% niedriger als im letzten Jahr. Trotzdem haben sich die Amiibos richtig gut verkauft. Die Amiibos direkt. Amiibo-Figuren haben sich 24,7 Millionen verkauft. Und die Amiibo-Karten haben sich 28,9 Millionen Mal in der ganzen Welt verkauft. Das sind natürlich richtig starke Zahlen.
Dazu noch die Verkäufe der Wii U, die sind natürlich nicht so geil. Insgesamt hat sich die Wii U weltweit bis zu diesem heutigen Tage 12 Millionen Mal verkauft. Unter anderem, um das mal als Vergleichswert rauszunehmen, die PlayStation 4, die ein Jahr später kam, hat sich, wie unter der Woche bekannt wurde, bereits schon 40 Mal verkauft. Also ist das natürlich im Gegensatz zu der Konkurrenz für Nintendo ein herber Dämpfer gewesen. Außerdem wurden im laufenden Geschäftsjahr die Wii U's gerade mal 80.000 Mal verkauft. Nintendo hatte eigentlich damit gerechnet, dass es 3,3 Millionen werden. Klare Verkalkulierung. Und das ist echt bitter, dass ich hier noch kurz vor Schluss getroffen werde. So noch Siebter geworden. Schade. Das ist natürlich ein richtig herber Rückschlag für Nintendo. Also die Wii U verkauft sich überhaupt nicht. Ist ein absoluter Flop für Nintendo. Echt hart, obwohl die Konsole eigentlich gar nicht mal so schlecht ist. Das Problem ist halt, sie braucht Spiele. So, kommen wir nun zu den großen Aufregern der Woche. Aber zuerst mal kommen wir zu Neuankündigungen. Und zwar wird es für iOS-Systeme ein Fire Emblem-Fest, ein Fire Emblem-Spiel und ein Animal Crossing-Game. Also es wird eins released. Und zwar sogar schon sehr bald, im Herbst 2000. Und 16. Zu den ganzen Spielen ist noch nicht viel bekannt. Das Einzige, was bekannt ist, ist zu dem Fire Emblem Spiel, dass es ein sehr zugängliches Spiel werden soll. Also dass auch Leute, die überhaupt nicht Ahnung haben mit Fire Emblem, die können trotzdem dieses Spiel spielen. Es sollen auch definitiv Spiele sein. So, jetzt kommen wir mal zu den ganz großen Bomben, über die unter der Woche stark diskutiert worden. Beginnen wir als erstes mal mit The Legend of Zelda Wii U. Das war eine harte Dämpfung. Und zwar wird The Legend of Zelda Wii U erneut verschoben, obwohl Nintendo ganz klar sagte, Leute, das Spiel kommt Ende diesen Jahres zu 100% raus zum großen The Legend of Zelda Jubiläum. Das hat sich jetzt erledigt. Wie Nintendo ankündigte, wird das Spiel 2017 erscheinen. Höchstwahrscheinlich im März. Warum März? Kommen wir gleich dazu. Außerdem wird es eine E3-Pressekonferenz geben, aber in dieser E3-Pressekonferenz von Nintendo wird es ausschließlich um The Legend of Zelda gehen. Ebenfalls in Los Angeles bei der E3 wird ebenfalls nur The Legend of Zelda, das neue Spiel, spielbar sein. Andere Spiele, auch Ankündigungen zu Pokémon Sonne und Mond, werden nicht kommen. Auch keine Informationen zu NX. Weiter geht's mit NX. Da hat nämlich Nintendo auch neue Informationen rausgehauen. NX erscheint im März 2017. Das ist jetzt offiziell von Nintendo bestätigt. Es ist auch definitiv offiziell. Keine irgendwie, es gab auch über Nintendo Twitter und Facebook jedenfalls diese offiziellen Ankündigungen von den offiziellen Seiten. Es wird im März 2017 kommen. Die neue Konsole wird aber nicht auf der E3 vorgestellt, sondern in einer kleinen Mini-Direct, so circa danach. Wann diese Direct genau kommen soll, ist unbekannt. Nintendo kündigte aber an, dass sie definitiv nicht bei der E3 angekündigt wurde. Ja, natürlich sind die Fans von The Legend of Zelda extrem sauer, dass das Spiel dann doch nicht rauskommen soll. Warum der Release eventuell im März kommen soll, nämlich man kündigte übrigens auch an, The Legend of Zelda, das neue, wird nicht nur für Wii U kommen, sondern auch für NX. Höchstwahrscheinlich zum Launch. Das sagte Nintendo zwar nicht direkt, man sagte nur, dass das neue Zelda auf 2017 verschoben wird, aber man kann durchaus damit rechnen, dass das neue The Legend of Zelda für Wii U und NX zum Launch kommen wird. Hatte man ja damals bei Twilight Princess und der Nintendo Wii ebenfalls gemacht und damit sind sie damals sehr gut gefahren. Man ist ein bisschen enttäuscht von Nintendo, dass man sie ja größtenteils verarscht hatte. Das neue The Legend of Zelda kommt nicht im großen Jubiläumsjahr raus von The Legend of Zelda zum 25-jährigen Geburtstag. Nein, man hatte sie eigentlich auch noch drauf vorbereitet. Ja, Leute, 100%. Es kommt 100% noch dieses Jahr das neue The Legend of Zelda. Am Ende wurden leider die Leute verarscht.
und es kommt dann am Ende leider doch erst im März 2017. Und außerdem sind viele sauer, dass die E3 so richtig schlecht ausfällt, dass halt wirklich es nur um The Legend of Zelda gehen soll. Keine Information zu Pokémon Sonne und Mond, keine Information zu neuen Wii U-Spielen, keine Information zu NX-Spielen, gar nichts. Auch keine neuen Spiele zum Nintendo 3DS. Es soll ausschließlich nur um das neue The Legend of Zelda gehen. Das finden auch einige, auch mit dem Release-Zeitraum März 2017 sind viele nicht zufrieden. Ich hätte mir eigentlich auch gewünscht, dass man es entweder nochmal zurück verschiebt auf Ende 2017 oder wenigstens auf Ende 2016. Aber März 2017, ich weiß nicht. Ich persönlich als Entwickler hätte lieber den Release-Zeitraum Ende eines Jahres gesehen und nicht irgendwie mittendrin im Jahr, weil so Ende des Jahres ist halt immer das Weihnachtsgeschäft und da kann man halt nochmal die Konsolen richtig boomen lassen. Deswegen finde ich den Release-Zeitraum März 2017 eher unsuspekt zu Zelda Wii U. Klar, ich habe mich auch am Ende des Jahres auf das neue Zelda gefreut, dass es am Ende nicht kommt. Klar, ist enttäuschend, aber ich sag mal so, ich find's kein Beinbruch. Ich find's halt schade, dass es auch wirklich halt nicht am Ende des Jahres kommt. Aber es gibt wirklich viele, die rumgehatet haben auf Nintendo, die gesagt haben, oh ey Arschlöcher, erst versprecht ihr, dass es am Ende des Jahres kommt und dann auf einmal das, dann kommt es erst 2017, jetzt müssen wir nochmal warten. Ja mein Gott, ist denn das so schlimm? Oh. Ich find's wie gesagt nicht so schlimm. Mein Gott, dann sollen sie sich halt Zeit lassen. Dann sollen sie, wenn es halt nochmal um 3 Monate oder 4 Monate halt länger dauert, ja, dann sollen sie halt nochmal drüber gucken, so dass es überhaupt gar keine Fehler gibt. Vielleicht kann man auch ein paar Verbesserungen machen, wo man sieht, ah, okay, da haben wir vielleicht ein bisschen gepasst. Da sind halt noch ein paar Bugs. Dann können sie vielleicht nochmal ein bisschen drüber schauen. Ja, mein Gott, wir haben jetzt so lange drauf gewartet auf neues Legend of Zelda. Diese 2-3 Monate sind jetzt auch kein Beinbruch, wie ich finde. So schlimm ist es auch wieder nicht. Und mein Gott, wenn es am Ende, auch klar, die Street, das ist halt der perfekte Zeitraum, um wirklich geile Games, um halt Konsolen vorzustellen. Angeblich soll ja Microsoft eine neue Xbox One-Version auf der E3 raushauen. Da hätte natürlich Nintendo so richtig bamsen können, mit ihrer X-Konsole und die ganzen E3s zerstören können. So ist es halt am Ende eine Direct. Ich weiß nicht, was sie sich dabei denken, dass sie es in einer kleinen Extra-Direct machen. Ist halt ihre Sache. Mein Gott, ist es aber auch nicht so der große Beinbruch. Ich finde es nicht so schlimm. Mein einzigster Kritikpunkt liegt halt, wie gesagt, darin, dass ich am liebsten die neue NX-Konsole Ende 2016 oder halt spätestens Ende 2017 gesehen hätte, aber nicht halt mittendrin im Jahr. Das finde ich ein doofer Release-Zeitraum. Das ist mein einziges Problem. Bei den anderen Teilen sage ich, ja mein Gott, hatet nicht rum, nimmt's halt einfach hin. Es ist halt nicht der letzte Weltuntergang. Man hatte halt wirklich auch so auf den anderen News-Seiten so ein bisschen das Gefühl, es ist wirklich so kurz vor Armageddon und so das letzte verdammte Booms. Noch eine kurze Sache, die auch angekündigt wurde. Kimishima, also der Präsident, der zurzeitige Präsident von Nintendo, sagte, dass die NX-Konsole, das wollte ich nochmal aufgreifen, weil das auch auf den News-Seiten ziemlich oft aufgegriffen wurde, die NX-Konsole wird eine mega revolutionäre Konsole sein. Die wird super richtig geil. Also er hat die total hochgelobt. Ja, und den haben da schon wieder einige ziemlich viel interpretiert. Ja, soll er sagen, dass die neue NX-Konsole, ja, die wird halt nur okay oder nur standardmäßig. Natürlich, das ist klar, das ist eine Marketingstrategie, dass er die Konsole extrem hochhypt und er sagt, ja, das ist das Beste, was ihr jemals gesehen habt. Es wird eure komplette Weltordnung vernichten und zerstören. Ja, das ist halt eine Marketingstrategie. Ich sage, überhaupt nicht drauf achten, was Kimishima sagt, dass er die Konsole so hochhypt. Er muss das machen. Das ist Marketing. Ich würde einfach sagen, wir warten ab auf diese Directs, die dann halt nach der E3 kommt. Und dann wissen wir halt mehr über die neue NX-Konsole. Schreibt mir gerne eure Meinung in den Kommentaren über das gesamte Gehate unter der Woche.
und alles Mögliche. Schreibt mir da gerne eure Meinung in den Kommentaren zu NX, vielleicht auch zu Zelda U. Schreibt mir gerne da eure Meinung in den Kommentaren. Es würde mich sehr, sehr stark interessieren, was da eure Meinung ist. Ich hoffe aber trotzdem, dass wir uns dann nächste Woche wiedersehen. Dann gibt's aber übrigens endlich die neuen Release im Monat Mai. Weil heute bin ich nicht dazu gekommen, weil wir mussten erstmal über NX sprechen. Also danke fürs Zusehen und ciao!